Es steht dort ein Mensch, rothaarig. Waffel. Ein Mensch. Und auch rothaarig. Oh Scheiße. Es ist ein Weasley. Schnauze, Ron! Nein. Und ne, hat praktisch gerade ein Tableau in der Hand, gerade mit zwei anscheinbar Kaffee. Hm. Guten Tag. Guten Morgen. Können wir Ihnen helfen? Ihr habt All Inclusive gebucht, oder? Ach, ja. Ah. Ich hab's vergessen. Die Nacht war. Das heißt auch Frühstück im Zimmer. Das ist lieb, danke schön. Dann nehme ich so das Tablett weg und gebe ihm so eine Münze. Vielen, vielen Dank. Das Essen kommt gleich. Dankeschön. Ich trinke beide Kaffee. Krieg ich auch einen Schluck, bitte? Ich bin vorne unterwegs. Ist leer. Ihr habt für jeden eine Tasse bekommen. Ihr habt sogar eine Kanne dabei. Ja, ist leer. Ich tue die restlichen Tropfen aus der Kanne rausschlabbern. Die Kanne ist leer. Du kriegst keinen Kaffee. Ist nicht gut für dein Herz und ich brauch den Kick am Morgen. Okay, Katalea. Ja. Das ist alles predicted hier tatsächlich. Du nimmst gerade den letzten Schluck, denkst dir, oh. So. Willst dich gerade, ne, ich denke mal, du hast auf deinem Bett gesessen. Ja. Willst dich gerade voller Elan aufrichten, merkst einfach nur, wie dir die Augen zufallen und du einfach zur Seite kippst. Man hört einfach nur einen Moment. Und sie liegt so halb, und, weißt du, der Unterkörper ist noch auf dem Boden zusammengesackt und der Oberkörper liegt so irgendwie halb auf dem Bett. So, sie wollte ins Bett, aber konnte nicht mehr. Sie ist halt tot jetzt. Und Elfi, dadurch, dass ja dein Organismus ja komplett anders funktioniert, passiert das ja auch gerade mit dir. Ja, aber er hat doch keinen Kaffee getrunken. Selbst wenn er nur den letzten Schluck daraus genippt hat. Ich hab gesagt, die Kanne ist leer. Der hat nichts mehr getrunken. Nein. Ich hab den letzten Kaffee rausgekratzt. Ich wollte unbedingt noch was nach. Ich hab sie lange gezogen. Kaffee. Oh. Gut, sagen wir es mal so. Er hat den Kaffeesatz gefressen. So, Punkt. Das war kein guter Service, wenn wir den mit Kaffeesatz kriegen. Kaffeebeutel. Spaß wie das Müsli. Mhm. Rum, 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 rum. Ja, gut. Und dann liegen wir da beide flach. Richtig. Und damit endet unser Pen and Paper. Zumindest vorerst. Oder Angel? Endet's? Ja. Einfach Ende. So. Ende dieser Folge. Einfach so. Okay. Ne? Also, ich war gerade verwirrt. So, ganz normales Ende. Ganz normales Ende. Also, wird doch jetzt nicht mehr passieren. Wir machen irgendwann wieder auf, denke ich mal. Ja, also, es ist vorbei. Also, ja. Also, was willst du erwarten? Also, hallo. Also, ja. Ich dachte, das war die Katze. Herzlich willkommen bei einem ganz besonderen Pen and Paper heute hier auf meinem YouTube-Kanal sowie auch auf JackieLP-Kanal. Eine ganz besondere Ausgabe, eine ganz neue Art von einem Pen and Paper, das es hier auf YouTube oder allgemein in der Pen and Paper-Welt noch nicht existiert. Ich begrüße euch hier bei einem ganz besonderen Ereignis. Für die Leute, die hier gerade zuschauen, wissen schon, um welches Universum es hier geht. Für unsere beiden Kontrahenten oder Mitspieler sozusagen. Robbe, hallo. Guten Tag. Und Jackie LP. Hi. Hi. Wissen rein gar nichts über dieses Universum. Das denkt er. Ja, ich hoffe es. Ich habe mir dafür dieses Pen and Paper was ganz Besonderes ausgedacht, deswegen wird es jetzt hier am Anfang keine Charaktervorstellung geben, denn ich habe diese Charaktervorstellung direkt in das Pen and Paper hinein
gebracht und es wird im Laufe der Geschichte auf jeden Fall noch vorkommen. Und ich würde sagen, wir wollen nicht viel reden. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch, oder? Was sagt ihr dazu? Ja. Weil es gibt ja nicht viel zu bereden momentan. Deswegen, wie gesagt, unsere Mitspieler hier bei den wissen rein gar nichts. Ich hoffe, dass sie rein gar nichts wissen, was das Universum betrifft und etc. Ich habe ihnen ein paar Informationen gegeben, aber die Geschichte rundherum um dieses Pen and Paper, wie ihr in dem Titelbildschirm sehen könnt, ist noch unbekannt für diese beiden Mitspieler. Ich würde sagen, wir starten einfach direkt durch. Ja, okay, gut. Also, es ist ganz kurz, bevor es losgeht, es ist mein allererstes Pen and Paper, denn ich bin der Geschichtenerzähler, sonst war es immer Robbe. Der hat ein bisschen mehr Erfahrung, genau. Und wenn hier Fehler reinkommen sollten, bitte Dings verurteilt das nicht, sondern gibt mir Zeit, es zu lernen im Endeffekt, weil es ist für mich das allererste Pen and Paper, das ich leite hier. Bitte übt heftigste Kritik in den Kommentaren und weist ihm auf jeden kleinen Fehler hin. Danke. Genau, Feedback ist wichtig, denn liken, kommentieren, abonnieren. Aber nur negativer okay. Feedback. Genau. Der baut dich auf. Genau. Also wie gesagt, liken, kommentieren, abonnieren. Euer Feedback ist wichtig, denn Support ist kein Mod. Und wenn ihr mich da fleißig unterstützt, gut, können wir beim nächsten Mal vielleicht noch mehr machen. Denn es ist hier ein großes One-Liner. Und es hängt im Endeffekt darauf ab, wie das bei euch ankommt. Denn wenn das gut ankommt, werden wir auf jeden Fall die Geschichte fortsetzen. Falls nicht, war es das halt. Und trotzdem, ja, habt trotzdem viel Spaß damit. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach direkt durch, sonst tun wir zu viel Zeit investieren dadurch. So. Also, wir fangen an. Stille. Leere. Ihr seht nichts. Rein gar nichts. Ein kleines Piepen im Ohr, was immer stärker wird, bis zu starken Kopfschmerzen. Und ihr beide wacht auf. Ah, der Tinnitus. Oh Gott. Der Tinnitus. In dem Moment, wo ihr aufwacht und eure Augen öffnet, seht ihr einen Raum, den ich euch jetzt schicke. So, für alle anderen, die hier zuschauen, ich werde dieses Video mit genug Bilder versorgen, weil das Universum existiert schon und deswegen ist da nicht viel Luft drin und dass ich irgendwas erfinden muss. So, Bild ist raus. Ich hoffe, es kommt auch an. Wer liegt oben? Ich nicht. So. Die nette Dame liegt, für die nette Dame erstmal, ne? Du, in dem Moment, wo du aufwachen tust, merkst du, dass du auf dem Sofa liegst. Du kannst dich an nichts erinnern, was vorher passiert ist, wer du bist, wie du hierher gekommen bist, und was du hier zu suchen hast. Auf dem Boden liegt, ich sage jetzt einfach mal, der Herr. Und ihr beide wacht halt auf und ja. Das erste, was ich mache, ist instinktiv gucken, ob meine Kleidung da ist, wo sie sein sollte. Ihr seid ganz normal angezogen. Eure Inventar und eure Habgut ist nicht abhanden gekommen. Ihr seid so, wie ihr da seid, da, aber... Es ging mir um meine Unschuld. Ist die auch noch vorhanden? Ja, ist alles noch da. Also ist alles gut. Also ihr seid unberührt, aufgewacht in diesem Raum. Was ihr aber hört, ist ein leichtes... Ich liege ja immer noch am Boden. Und leichte Vibrationen überströmen den Raum. Ich liege ja immer noch am Boden, so, ne, wo ich dann die Augen aufmache, denke ich mir einfach nur, ja toll, wieder Kopfschmerzen. Aber ich dachte, das denke ich mir ja nur. Ich sollte vielleicht mit dem Saufen aufhören. So, und ich gehe im Prinzip dann einfach dann nur so mit dem Oberkörper nach oben wie der Undertaker und gucke mich dann halt in den Raum und sehe natürlich dann das. Sehe meine Begleiterin und denke mir,
Wir kennen uns gar nicht. Ja, also, ihr habt das Gefühl, dass euer Körper in einer anderen Welt gehört. Ihr kennt euch nicht, ihr seht euch an, aber ihr habt das Gefühl, euch doch zu kennen, aber wiederum auch nicht. Ihr habt eine Verbindung, die ihr nicht begreifen könnt. Wer bist du? Mein Kopf legt sich so ein bisschen seitlich und das eine Auge wird zu so einem schmalen Schlitz und das andere bleibt ganz normal. Also so komisch, so. Wer bist du? Ich bin Brian, selbst du? Liv. Verstehe. Was machst du hier? Das wüsste ich auch ganz gerne. Hast du Aspirin? Nein. Verdammt. Brian sieht die nette Dame an, weiß nicht ihren Namen. Hat doch gerade gesagt. Bin ich nett. So, sorry, okay. Okay, ihr wisst ja einen neuen Namen. Ja, da würde ich jetzt einfach sagen, Brian, beschreibe mal Olivia, wie sie aussieht. Weil du siehst sie ja. Ach nein, ich hab das Livia? Bild von ihm nicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Ja, die Frau vor dir. Nicht die, die du da anders siehst. Moment, Moment, Moment. Ich weiß halt ganz genau halt, wen du meinst. Ich muss nur kurz einmal... Opa. Weil ich hab das Bild gerade nicht im Kopf. Opa. Kannst du mir das Bild von deinem Charakter nochmal in die Gruppe schicken? Ich mach's gerade. Einen Augenblick. Danke. Und die Waffe bitte auch. Danke. Ich hab euch alles geschickt. Ja. Ja, aber mein Handy möchte jetzt nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob du die Olivia meinst. Ich hab's euch geschickt, ne Charaktere. Achso. Moment. Achso. Ja, nur weiße Haare. Ja. Blaue Augen. Ein braun azurfarbenes Kleid. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, M-loses Kleid. Zwei, Schmuck an den Handgelenken, hätte ich jetzt beinahe gesagt, die bis zur Mitte des Unterarms gehen. Und einen blauen Haarreif. Und natürlich, ne, wie ich bereits schon gesagt, eine weiße, sehr lange Haare. Die möglicherweise bis zum Oberschenkel gehen. Vielleicht sogar noch länger. Was siehst du, Olivia? Ich kneife meine Augen zusammen, weil ich Kopfschmerzen habe, aber sehe einen jungen Mann, komplett in Schwarz gekleidet, mit einem Hemd, mit einer Hose, mit einem Gürtel, mit Schuhen, mit einem Mantel, alles in Schwarz. Weil er trägt das Schwarz, weil es nichts Dunkleres gibt. Er hat einen aufgeweckten, interessiert wirkenden Blick, ein bisschen psychopathisch. Und schwarzes Haar, das so teilweise, so als ob er sich das mit der einen Hand nach hinten gestrichen hat und die andere Seite hat er gelassen. Er scheint recht groß zu sein. Vielleicht irre ich mich auch nur und er ist sehr klein. I'm a midget. Ja, also, ihr seid in den Raum. Was möchtet ihr tun? Erstmal aufstehen. Ja, ich stehe auf. Gute Idee. Ich suche nach Aspirin oder etwas. Nach langem... hat jemand von euch Verborgenes erkennen? Nein. Nicht. Das wäre bei Allgemeines, ne? Ja. Nein, aber kann ich auf den Grundwert würfeln? Du kannst auf Bücherwissen würfeln. 23.
ich hätte es so oder so geschafft. Alles klar. Du siehst unter dem Bett, unter dem Doppelbett, eine kleine Zeitschrift. Okay, dann hole ich die Zeitung mal raus. Ich hoffe, lesen kannst du. Ich kann. So, auf der Zeitschrift steht ganz oben im Cover drauf Timbom Magazine. Und unten drunter ein großes Bild von einer verbrannten Gegend, verschüttet mit Ruinen und mit einer Unterschrift darauf: Der Krieg ist vorbei. Möchtest du die nächste Seite aufschlagen oder möchtest du es wieder zurücklegen? Kann ich das nehmen, also mitnehmen? Kannst du auch. Dann täte ich mich mal klugerweise neben den Herren stellen, sodass der mitgucken kann. Mhm. Und dann erstmal umblättern. Dir fällt auf, dass es nur eine Seite ist. Also ein sehr, sehr, sehr dünnes Heft. Eine sehr dünne Zeitschrift. In unserer Welt nennt man das ein Blatt. Ja, das ist was anderes, okay. Möchtest du es lesen, ja, oder? Papier einschüchtern, damit es mir erzählt, was ich wissen will. Ja, ich will wissen, was da steht. Okay, dann lese ich es für dich vor, weil ich habe dafür jetzt keinen Text geschrieben dafür. Ich tue es einfach mal jetzt schlagartig. Also du merkst auch, dass es nicht viel groß geschrieben ist, weil das anscheinend schon eine längere Geschichte ist. Es gibt mehrere Ausgaben, wie du sehen kannst. Am vorderen Koffer erkennst du auch die 7. Ausgabe. Mhm. Und drinnen steht: Der Krieg ist vorbei. Seit einem Jahr nach dem großen Krieg gegen die Hexe ist alles wieder in Frieden. Viele Städte haben sich versammelt, um den Aufbau der neuen Welt zu widmen. Viele Ressourcen, viele Gil wurden hineingesteckt, um gewisse Städte wieder aufrecht zu erbauen, sowie auch die Unterstützung vieler Schüler in den anderen Schulen zu unterstützen. Wo bin ich hier? Das ist nicht mein Zuhause. Ich möchte nach Hause. Bringen Sie mich nach Hause. Jetzt. Kann noch 10 Jahre dauern. Wir fahren mit der Deutschen Bahn. So. Wir erreichen jetzt Ballamp. Ich glaube, das nächste Mal musst du das ein bisschen mehr vielleicht mal in dein Headset dann machen. Damit das war schon so gedacht. Keine Sorge. Also ich habe damit... Also, okay. Ich wollte nur was sagen. Es tut mir leid. Hau mich nicht. Die Deutsche Bahn ist immer so. Wie gesagt, ihr habt immer noch das Gefühl, dass ihr in einem Raum seid, der in Bewegung ist. Es vibriert überall und immer so. Wie ihr von dem Bild erkennen könnt, sind da 2 Jalousien heruntergelassen. Ich will sie öffnen. So. Du öffnest sie ohne Probleme, brauchst auch nichts drauf würfeln, aber in dem Moment guckst du schockiert aus dem Fenster. Du siehst Wasser. Sehr viel Wasser. Fische vorbeischwimmen und ein Riesenwal. Und ihr habt das Gefühl, dass ihr immer noch in Bewegung seid. Und die Fische schwimmen ganz schnell an euch vorbei, als würdet ihr in eine Richtung fahren. Wir sind auf dem Wasser. Ich glaube, wir sind im Wasser. Sind wir im oder auf? Im. Also ihr seht Fische. Also okay. Unter Wasser. Ich glaube, wir sind unter Wasser. Wäre es nämlich ganz neu, dass Fische auf dem Wasser schwimmen. Das sind ja keine Boote. Ein bisschen Panik schwingt in meiner Stimme mit. Ich glaube, wir sind unter Wasser. Warum sind wir unter Wasser? Ich mache die Jalousie wieder zu. Wir erreichen bald Balam. Ausstieg
in Fahrtrichtung links. In dem Moment, wo ihr das erhört, merkt ihr, wie euer Zimmer oder euer Raum eine gewisse Neigung erreicht, die nach oben führt. Ich halte mich irgendwie an der Couch. Also nicht so extrem, also ihr habt das Gefühl, ihr könnt auch noch gemütlich auf dem Boden stehen. Halte mich an der Couch fest. Dann. Das ist mir scheißegal. Ich halte mich an der Couch fest. Boah, ich benutze einfach mein Gleichgewichtssinn auf. Ne? Ich weiß ja nicht, ob die Steigung vielleicht ein bisschen steiler wird, ne? Aber ne, durch meine Kampfsport- und Parkourläufererfahrung, ne, verlagere ich einfach so mein Gewicht, dass ich halt immer noch halt normal stehen bleibe. Mhm. Einfach das Rückgrat nach hinten. Ja. Möchte euch heute noch weiter umschauen in diesem Raum? Gibt es Schränke? Oder irgendwie ein angrenzendes Räumchen, was ein Badezimmer sein könnte? Von den Jalousien aus gegenüber, was ihr jetzt auf dem Bild jetzt nicht sehen könnt, weil ich das nicht machen konnte, weil ich habe das Bild extra dafür nur bearbeitet, seht ihr eine Tür. Ich gehe langsam dahin mit so einer Bewegung, wie soll ich das erklären, als ob wir steiler fahren, als wir fahren. Das muss für ihn ganz toll aussehen, weil ich dann in totaler Schräglage laufe. Ich werde mal was ganz Verrücktes machen, ne? Nachdem ich mir das angucke, durchsuche ich mal meine Taschen, also halt, ne, die ich am Mann habe. Weil wir sind, für mich, ich habe das ja noch nicht gesagt, aber für mich sind wir offiziell in einer Art Zug. So, ne, weil eine Durchsage, Gong, ne, die Zeit ist um. Ob ich vielleicht in meinen Taschen halt sowas wie ein Zugfahrticket vielleicht habe, was mir vielleicht sagt, ne, weil, ne, das schwirrt jetzt gerade so in meinem Kopf jetzt gerade herum. Wir sind aufgewacht, wir wissen nicht, wo wir sind. So, das heißt, ich suche halt nach Indizien, ob vielleicht diese nächste Station vielleicht unsere Endhaltestelle ist. Ja, und was findest du in deinen Taschen? In deiner Umhängetasche sozusagen? Ihr habt alle eine Umhängetasche dabei. Keine normalen Taschen, also eine Umhängetasche. Ihr wisst ja, was es ist, ja, denke ich mal so. Ja, okay. Ja. Genau. Und da ist halt euer ganzer Equipment, was ihr habt, drinne, und ihr habt ja alles aufgeschrieben. Das seht ihr natürlich auch. Für die Leute, die zuschauen, habe ich extra einen Charakterbogen erstellt dafür. Ja, was findest du in deinen Taschen? Hat sich eigentlich gar nichts. Du hast sehr viel an Besitz. Das Einzige, was ich halt habe, ist doch, Moment, beziehungsweise halt, stopp, Rüssel zurück. Ich habe ja die üblichen Gegenstände, halt, ne, das Geld habe ich ja dabei. Mhm. Den Schülerausweis habe ich dabei. Mhm. Und, ich hatte noch irgendwas dabei. Brötchen vom Vortag, keine Ahnung. Auch so. Mein Reisepass. Ich guck mal in den Reisepass. In dem Reisepass steht drinne, von Timber nach Palamp. Gut, nachdem ich, ne, dann meine, ne, Mitbewohnerin, da ist jetzt meine torkelnde Mitbewohnerin, ne, die da irgendwie gerade zur Tür stokelt, ne, hier gucke ich dann, ist aus dem Augenwinkel an, so, und sagt dann, wir müssen hier aussteigen, also bei der nächsten Station. Warum? Guck mal deine Taschen nach. Ich gucke auch mal in meine Taschen. Habe euch alle bei den Charakterbogen geschickt? Den habe ich ja. Ja, aber sicherheitshalber. Habe ich. Jo. Ja, das ist dann einfacher, wenn ich hier sowieso an die Bilder reinschicke. Und wenn ich in meine Taschen reinkrabbel, finde ich dann das, was ich finden möchte? Das alles, was du dabei hast. Okay. Ich habe Geld. Denke ich mir, sage ich nicht. Mhm. Habe einen Reisepass und einen normalen Pass. Ein Schulausweis, genau. Was steht erstmal in meinem Reisepass? Von Fishman's Horizon Richtung Palam. Über Timber. Ich gucke mir den Schülerausweis genauer an. Steht da irgendwie was drauf? Schülerakademie?
Hogwarts. Auf dem Schülerausweis steht drinne, was du für Geschlecht bist, der Name, was momentan deine Waffe betrifft. Ja. Sowie auch Schule unbekannt. Ist im Raum irgendwas, das wie eine Waffe aussieht? Nein. Laut Schülerausweis habe ich eine Waffe. Ja. Haben Sie vielleicht eine gesehen? Unterm Schuh. Wie ist das mit mir? Ja. Hier ist niemand sonst. Oder sehen Sie doppelt? Das bleibt erstmal außen vor. Ich schaue mich dann auch um. Mein Charakter hebt so vorwurfsvoll die Hände, so nach dem Motto: Sag mal, ich habe dir eine Frage gestellt, und geht dann wieder zur Tür und möchte die Tür aufmachen. Nach was möchtest du dich umschauen? Auch nach meiner Waffe. Findest nichts in dem Raum. So wie das Bild abgebildet ist, ist der Raum komplett leer, abgesehen von Pflanzen, von zwei Betten, sowie ein Sofa, Jalousien, Beleuchtung und einem großen, wunderschönen roten Teppich mit viel Verzierungen auf dem Boden. Ich hasse diesen Teppich. Ich hab irgendwann nicht Verzierungen gerade verstanden gehabt oder Verzehrungen. Weißt du, da wollte ich gerade fragen, was haben wir auf dem Teppich denn gefressen alles? Du siehst auch doppelt, also sind das auch Verzehrungen. Nein, das sind Verzerrungen, das ist ein Unterschied. es ist aber jetzt nicht so, dass ich mich jetzt halt. Ich mache immer wieder die Tastensperre rein. Nee, ich hasse mich gerade selber dafür, weil ich nämlich einen PIN nämlich mittlerweile drin habe. 7895. Nein, der ist definitiv falsch. Nicht einmal eine einzige Zahl davon ist richtig. Ich bleib halt aber in diesem Raum drinnen stehen, weißt du, und drehe halt nur hier so seichte, dann hier so meinen Kopf, ne, so, und guck dann mehr so aus den Augenwinkeln dann raus, ne, und das ist jetzt meine Frage, bin ich mir über meine persönlichen Fähigkeiten eigentlich bewusst? Du hast das Gefühl, eine Waffe zu haben, sie zu beherrschen. Aber nein. Nein, das habe ich halt nicht gemeint. Ich meine jetzt gerade so, ne? Ich meine, du willst wissen, ob du Kampffähigkeiten besitzt. Nein. Der Ausführung der Waffe. Nein, das will ich nicht wissen. Ach so. Ich möchte wissen, ob mein Charakter sich darüber im Klaren ist, ob er ob er halt praktisch seine Besonderheiten weiß. Nicht die Waffe und nicht seine Kampffähigkeiten, sondern seine Besonderheiten. Dass ich mir über meine Besonderheiten im Klaren bin. Ach so, ja, klar. Das ist dir bewusst. Okay, gut. Das ist dir bewusst. Okay. Ich muss jetzt gerade überlegen, gut. Besonderheiten, aber das steht ja rechts unter meinem Kart gebogen. Das sind ja diese. So, sorry. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Alles gut, nee. Okay. Nee, wie schon gesagt, so, ich gucke mich dann halt so halbherzig um und lasse dann praktisch mein fotografisches Gedächtnis für mich dann halt wirken, ob ich da vielleicht noch irgendwas anderes noch drin sehe. Nein. Weil mein, nein. Ja, ist das vollkommen okay, ne? Weil ich kompensiere damit praktisch dann das unbekannte Sehen, weil, ne, wenn ich es ja schon einmal gesehen habe, dann habe ich es ja automatisch wie ein Foto im Kopf abgespeichert. Mhm. Das heißt, ich kann es ja 3000 Mal ja nochmal durchgehen. So, ich werde mich dann aber allerdings, ne, dann zu Liftern begeben, ne, dann zur Tür, sagt nein, ich habe keine Waffe gefunden. So, und mach dann einfach die Tür auf. Die Tür reagiert nicht. Ja gut, wir haben alles Mögliche versucht. Wollen Sie einen Bonbon haben? Nein, danke. Ich möchte gerne mich nochmal wiederholen. Aber das ist ein Bonbon. Nee, erzählt weiter. Sorry. Nehmen Sie das Bonbon, das ist lecker. Das ist Karamell. Nein, danke. Aber es ist lecker. Ich will erstmal hier raus. Ja, aber das Bonbon. Ein Pferd, ich gehe weg. Ich ziehe am Türknauf. Es gibt keinen Türknauf. Ich ziehe an der Tür. Also so, dass da wo die Tür halt schließen würde, versuche ich da irgendwie
Ich versuche es aufzukriegen. Wenn du auf die Tür schaust, siehst du, dass es eine schön verzierte Tür ist. Ohne Knauf, ohne irgendwo, was du dich reinhalten kannst, festhalten kannst zum Aufziehen oder sowas. Es ist einfach nur wie eine zweite Wand in einer Wand. Aber offensichtlich und auf der rechten Seite von der Tür ist ein kleiner Kasten. Ich möchte ihn mir genauer ansehen. Beim genauen Betrachten dieses Kastens erkennst du, dass es eine ein Bildschirm in dem Kasten existiert, der schwarz momentan ist. Sind da noch Tasten dabei? Nein. Ich drücke auf den Bildschirm. Der Bildschirm geht an und die Meldung kommt: Please pass. Ich halte meinen Reisepass dagegen. Ein Klingen ertönt und die Tür geht auf. Ich bin schlau. Sage ich. Wollt ihr hier durchgehen? Ja. In dem Moment, wo ihr hindurchgeht, seht ihr plötzlich auch wieder das riesengroße Meer mit vielen Fischen. Und plötzlich, wie ihr von rechts oben, da ihr in einer Schräge befindet, von rechts oben die Meeresspiegel langsam von links nach rechts der ganzen Fenster, die vor euch stehen. Ihr seid in so einem Gang, wo auf einer Seite der Raum ist und auf der anderen Seite eine große Fensterwand. Von rechts oben nach links runter seht ihr plötzlich, wie das der Meeresspiegel an euch vorbeizieht. Und ihr seid über Wasser. Ich glaube, wir steigen auf. Der sogenannte Zug geht langsam auch wieder in die Horizontale, glaube ich. Ja, Horizontale, glaube ich, genau. Oder? Horizontale? Ja. Genau, genau. In die Horizontale und wird langsamer. Bis der Zug still endlich zum Stehen kommt. Wo möchtet ihr denn hinlaufen? Ihr habt zwei Wege. Ich gucke erstmal, also ich gehe erstmal links rum und gucke da erstmal dann nach der Tür, die, könnte man eigentlich so sagen, soll je nach einer Tür, die Richtung Bahnsteig, sei es jetzt mal, sich öffnet. Also du wirst nach links laufen, den Gang. Genau, ich gehe nach links. Du läufst ein Stück und stehst vor wieder einer Tür. Ich bin ihm nachgelaufen. Ich mach diese Tür auf. Ich halte meinen Reisepass davor. Ich halte meinen Schülerausweis davor. Ich halte ihn davor. Ich stelle mich davor. Nee. Ihr seht über der Tür ein rotes Licht erblinken, jedes Mal, wenn ihr versucht, die Tür zu öffnen. Ich glaube, das ist die Toilette, die es bestimmt besitzt. Während sie da bereits schon angefangen hat, schon den Reisepass schon davor zu setzen, gehe ich den entgegengesetzten Weg. Das geht praktisch wieder zurück. Ihr kommt wieder vor eine Tür, die aber diesmal automatisch aufgeht. Sich zur Seite schiebt. Mhm. Da durch. Ja, ihr seid in einem großen Raum. In diesem Raum seht ihr in der Mitte des Raums, dafür habe ich jetzt leider kein Bild, weil das mir jetzt gerade, weil ich gerade irgendwie Probleme hatte, das Bild zu finden, also zu konstruieren, seht ihr an der rechten Seite, wenn ihr reinkommt, einen Bildschirm. Auf der rechten Seite an der Wand ganz hinten viele Fenster. Und auf der linken Seite, wenn ihr reinkommt, seht ihr eine Tür, die nach unten führt. Also mit ein paar Stufen, dann geht die Tür und dann ist eine Tür. So wie bei der Bahn im Endeffekt, wie beim Zug sozusagen. Ich stelle mich dahin. Okay. Wohin? Zur Tür, ich möchte raus. Ja, ich gehe auch einfach dann mal zur Tür, während sie da praktisch da schon gefühlt da so hinhechtet. Ich benutze jetzt einfach mal, dass ich ein bisschen größer bin und mache dann halt ein paar größere Schritte. Und trotzdem, wenn er davor steht, dränge ich mich davor, dass ich die Erste bin, die auf der Tür. So, gut. Ich bin zwei Köpfe kleiner als der Zug rollt langsam aus und kommt zum Stehen. Ihr hört ein Zischen der Bremsbacken, Geräuschkulisse, langsam ein paar Reden draußen. Ihr hört aber
nichts Außergewöhnliches, sondern nur das leichte Brummen des Zuges. Möchte hier hinausgehen. Die Tür ist jetzt, bei der Tür erscheint ein grünes Symbol, wo zum Ausgang geht. Ja, ich möchte raus. Ich gehe raus. Okay, ihr geht raus, ich schicke euch ein Bild. Geil! Ich hab sehr viele Bilder. So. Alles gut. So. Wenn ihr es erhalten habt, sagt ihm Bescheid. Mhm. Jo. Okay. Gut, ihr kommt raus. Auf der linken Seite, wenn ihr nach links schaut, sieht ihr den ganz langen Zug ganz bis hinter, bis zu einer Öffnung. Ihr seid in einer riesengroßen Halle. Also so wie in Köln oder so als Vergleich halt oder Stuttgart sozusagen. Es ist hier eine Endstation, wie ihr erkennen könnt. Wie gesagt, da seht ihr auch eine Uhr. Der Bahnhof ist im Endeffekt mit zwei Gleisen bestückt. Der eine Gleis, wo ihr gerade ausgestiegen seid, ist auf der linken Seite und vom Bild aus auf der rechten Seite ist das andere Gleis. Aber da steht nichts momentan, also komplett leer. Wenn ihr nach rechts schauen solltet, seht ihr einen Ausgang, der zur Stadt führt. Was möchtet ihr tun? Ich gucke Stefan. Ich glaube, wir sollten erstmal zur Schule gehen. Vielleicht werden sich da andere Sachen selbst erklären. Haben wir nicht Gepäck gehabt? Anscheinend ja nicht. Hast du mein Gepäck geklaut? Warum sollte ich dein Gepäck klauen? Was mache ich mir daraus? Ich weiß ja nicht, was du für ein komischer Mann bist. Ja, und wieder sind immer nur die Männer die Leidtragenden. Ihr hört im Hintergrund eine leichte Durchsage. Dafür habe ich jetzt gerade nichts vorbereitet, leider. So wieder. Dü, dü, dü. Endstation. Bitte steigen Sie alle aus. Vergessen Sie Ihre Paketen. Ihr Reisekoffer nicht. Der Zug endet hier. Bitte aufsteigen. Ich gucke mich dann noch erstmal um. So, und guck mal, wo in den Zugabteil. Kann ich mir das ungefähr so ein Ding vorstellen wie so ein ICE? Ja, ungefähr, aber ihr seid am letzten Waggon, ganz hinten. Ich guck mal, ob es da auch so einen Gepäckwagen gibt. Nichts. Ja, also. Okay. Also, die Leute haben ihr Gepäck bei sich. Ihr seht auch keine Menschen. Sondern was sehen wir? Röscher? Waren wir die einzigsten im Zug? Möglicherweise. Also auch kein Zugbegleiter, nicht mal, ich sag jetzt mal, anorganischer Zugbegleiter oder was? Niemanden. Ihr seid ganz allein in der Bahnhofshalle. Ich kriege Angst vor der einzigen Person, die mit mir in dieser Halle ist und gehe zwei Schritte von ihm weg. Ich hasse mich voll. Yami eingetintet. Was? Was? Wer hat eingetintet? Wir müssen für 5 Minuten unterbrechen, er hat sich eingetintet. Mein Sport passiert das immer. Alles gut. Nee. Wieso sind wir die einzigen hier? Das ist eine sehr gute Frage. Vor allem, wenn das hier so ein großer Bahnhof sein sollte, sollte man eigentlich auch andere Menschen sehen. Wir waren die einzigsten im Zug. Es ist noch nicht mal ein Begleiter draußen. Ich möchte ganz vorne zum Zug laufen, wo die Kabine vom Schaffner, also vom Zugfahrer-Dings, ne? Mhm. Ich will gucken, ob da ein Zugführer drin ist. Du läufst vor an den Zugsteig entlang. Dir kommen manchmal auf der rechten, in der Mitte des Zugsteigs immer solche Pfeile, wo eine Uhr abgebildet ist. Und du läufst und läufst. Nach so 50 bis 100 Meter ist plötzlich Ende des Bahnsteigs und du siehst, wie der ganze Zug weiterführt und Richtung des Meers hinuntergeht und im Meer verschwindet. Ich trete gegen das Geländer und drehe mich um und gehe zurück. Ich trete gegen die Reling und drehe mich um. Ich bin da ja stehen geblieben und habe mir das Spektakel angeguckt. Sie jetzt gerade plötzlich versucht. Gerade mit Vorsatz, sich selbst den Fuß zu brechen und gerade wieder zurückgestellt kommen. Ja. Und ich bin hier der Verrückte. Olivia, da du noch vorne stehst und
in der Nähe der Natur draußen bist, spürst du eine leichte Salzbrise mit einem wunderschönen kühlen Luftzug, der in die Halle führt. Ach, Heimat. Ich deute auf die Halle. Und gehe dann dahin. Also du siehst irgendwo einen Fleck mit weißen Haaren, der irgendwo hindeutet und dann geht sie dahin. Du bist schon in der Halle. Ja, ich bin... Ja. Ich dachte, es gibt mehrere... Nein, es ist eine große, lange Halle vor dem Bahnhof, wo die Züge reinfahren. So. Und von der Öffnung, wo das wieder mehr verschwindet, kommt salzige Luft. Ja, also weil du... Wenn du möchtest du dich umschauen? So ganz ja, kurz? Okay, ja. Du siehst ein riesengroßes Meer. Sehe ich noch mehr? Mehr? Mehr, mehr. Das wollte ich wissen. Ich habe sehr viel mehr gesehen. Okay. Ja gut, ich gehe zurück, nachdem ich mir erfolgreich den Fuß nicht gebrochen habe. Und berichte von meinen Abenteuern mit stolzer Stimme. Die Kabine ist im Wasser versunken und da gibt es nichts mehr, außer nur noch mehr Meer. Haben Sie noch mehr gesehen, außer das Meer? Nicht mehr als sonst. Gut, wie schon gesagt, ich würde dann sagen, persönlich, wir sollten vielleicht mal weiter zur Schule gehen. Okay, ich folge Ihnen einfach mal. Ich weiß selber nicht, wo es lang geht. Sie sind nutzlos. Dann gucke ich nur auf deinen Fuß und denke mir, ja. Dann folge ich seinem Blick so auf meinen Fuß. Was ist damit? Haben Sie nie einen Frauenfuß gesehen? Warum gucken Sie einer Frau auf den Fuß? Haben Sie keinen Anstand? Gehen Sie voran! Sie sind zwei Köpfe größer als ich, Sie werden wohl mehr sehen. Ich drehe mich einfach um und springe ins Meer und saufe ab. Genau, in der Halle. Springe in den Beton und saufe ab. Wir müssen auf Gleis 9¾. Nein. Ich schaue mich mal nach einer Treppe um. Oder halt nach dem Ausgang im Allgemeinen, da ist jetzt mal. Der existiert auf der rechten Seite. Das habe ich vor uns einmal kurz angesprochen, wo ihr rausgekommen seid. Rechts geht zum Ausgang aus dem Bahnhof hinaus. Na gut, ja, dann gehe ich einfach dann Richtung Ausgang und dann auch dann durch diesen Ausgang durch, solange mich halt niemand daran hindert. Checke, gehst du. Olivia, gehst du mit? Ja, ich folge, weil okay. Er ist ja der Einzige, der noch hier irgendwie ist. Mhm. Und ja, man muss sich ja an den Mörder halten. So, ich habe euch ein Bild gesendet. Mhm. Ja. Nachdem ich dann rauskomme, gucke ich mal, ob dann links im Shop, na, ich gehe jetzt vom Bild aus, ne? Mhm. Ob da überhaupt wer drin ist. Du guckst rein, es steht dran, ein Schild siehst du davor. Momentan geschlossen. Gibt's. Es ist eine ganz blöde Frage. Gibt's da irgendwo einen Kalender? Nein. Kann nicht ich mal mich, im Laden selbst? Nein. Kann ich mich in den Shop ein bisschen reinlehnen und da reinrufen? Ist hier jemand? Du hörst eine ganz alte Dame. Nein! Können Sie nicht lesen? Das hat geklungen wie Großmutter Hildegard. Oma, bist du das? Deswegen redest du, du hast doch gehört, dass da keiner ist. Oma, ich dachte, du bist vor 3 Jahren gestorben. Warum bist du wieder da? Plötzlich kommt eine ältere Frau. Und was ist denn hier für so ein Lärm hier, die Jugend von heute? Können Sie nicht lesen? Wir haben momentan geschlossen. Es ist Mittagszeit. Er wollte sie was fragen. Ich deute auf den Typen. Ja. Entschuldigen Sie bitte die Störung. Oder können Sie mir vielleicht sagen, welcher Tag heute ist? Ein Tag wie jeder andere. Das ist noch weniger hilfreich, als ich es mir erwartet hätte. Ich habe nicht getagt, welcher Tag ist es. Ich frage genau, welchen Tag wir haben. Ein Datum. Sagen Sie mal, kommen Sie nicht von hier? Sind Sie vielleicht aus einer anderen Welt? Wir haben keine Tage, es gibt keinen Kalender. Jeder Wenn Tag ist einzigartig. Haben,
Wenn sie keinen Kalender haben, beziehungsweise wenn wir keine Tage haben, wieso können wir dann einen Kalender haben? Wer sagt, dass sie einen Kalender haben? Was haben Sie gerade gesagt? Wir haben keinen Kalender, habe ich Ihnen schon erwähnt. Aber woher wissen Sie denn, was ein Kalender ist? Der Kalender ist im Endeffekt nur zum Notieren von Informationen, die wir benötigen. Für Bestellungen etc. Das ist unser Kalender. Haben Sie sowas etwa nicht gehört? Mir wird das Gespräch gerade so doof. Ich versuche mir meinen Unmut freien Lauf zu lassen, die alte Dame jetzt nicht sofort frühzeitig ins Grab zu befördern. Mit wem bin ich da eigentlich unterwegs? Es ist John Wick in seinen frühen Jahren. So gerade aus der Highschool raus, I must kill. Ja. So, und von Franzen, können Sie mir vielleicht dann wenigstens sagen, in welche Richtung die Schule liegt? Laufen Sie einfach links und einmal links und immer geradeaus. Vielen Dank. Es ist nur die einzigste Schule hier auf dieser Insel. Dankeschön, solange es nicht das einzige Gebäude ist, bin ich schon froh. So. Na gut, Olivian, möchtest du die alte Dame jetzt noch belästigen oder möchtest du ihr beim Ableben helfen? Meine Augen werden zu Schlitzen und mein Zeige und Daumen legt sich ans Kinn. Ich überlege ernsthaft. Ich habe das Gefühl, sie kommen nicht von hier. Ich gebe ihnen eine Karte. Hier, bitteschön, von der Umgebung. Kostenlos. Wir hören sie uns bald wieder, wenn wir geöffnet haben. Und geht wieder. Dankeschön, Oma Hildegard. Ja, ich Hildegard. Das ist die Hildegard. Keine Ahnung. Ich glaube, das war meine Oma, aber die ist eigentlich vor 3 Jahren schon gestorben. Ja, so sieht auch aus. Sie sind sehr charmant. Hat Ihnen das schon mal jemand gesagt? Tatsächlich ja. Wer war das? Hatte er Drogen? Haben Sie ihn davor bedroht? Ich versuche nur diese... Sag nichts mein Anwalt. Ich bin jetzt mal einfach mal so kacken dreist, nehme da halt diese Karte an mich und guck mal auf die Karte und merke, tolle Karte. Weil der Garten und die Vollgrotte wird mir angezeigt, Ballamp wird mir angezeigt, aber wo zum Geier ist die Schule? Und dann zitiere ich mal einen sehr guten Schauspieler. Ne, ich schaue mal halt diese Karte an und sage dann, das ist noch weniger hilfreich als unhilfreich. Ihr hört von Weitem ein... Ist das schon wieder dieser Tinnitus? Hättest du den Sound jetzt gerade öfter hintereinander gemacht, hätte ich jetzt erwartet, dass entweder eine... sehr breite Frau jetzt gerade rückwärts läuft oder da gerade ein LKW. Sag mal, was ist wieder los mit dir? Im leichten Hintergrund hört ihr langsam ein Motorgeräusch, was immer lauter wird. Es ist keine Frau. Okay. Nicht den Tag von dem Abend loben. Ich habe halt immer noch nur diese Karte in der Hand, so, aber drehe mich dann halt mit dem Kopf dann so in die Rücken. Mit so einem Zahnstocher zwischen den Zähnen noch. Wenigstens heute. So. Ihr steht ja momentan immer noch davor vor dem Shop, ne? Ich möchte, weil wir Oma Hildegard jetzt wahrscheinlich nicht mehr nerven werden können, weil sie sonst einen Herzinfarkt kriegt, denke ich mir, die nächsten Menschen sind wahrscheinlich in diesem Laster. Also gehe ich die nerven. Von dem aus, wo ihr Richtung Shop schaut, auf der rechten Seite, seht ihr plötzlich ein Fahrzeug anhalten. Wie euch auch. Was für eine Art Fahrzeug? Das habe ich euch geschickt. Was hast du uns natürlich geschickt? Ja, ich habe schon alles geschickt. Ich tue nebenbei so viel am Handy machen. Okay. Nee. Ist das Bettmobil? Ist halt sowas, ne? Wenn du dir das Bild anguckst, so, dann bekomme ich zum Beispiel halt die Nachrichten nicht separat, was du halt nochmal weiter in die Gruppe schickst. Okay, ja, ich erwähne es immer, okay? Gut. Okay, das wäre nett. Ja. Tu es, sonst bringt er dich um. Mit einem Bleistift, oder wie?
Und du sagst mir, ich bin John Wick. With a fucking pencil. Ja, ich guck mir das Fahrzeug an und denk mir einfach... Sieht aus wie ein Taxi. Es hält... Meinst du, das ist ein Taxi? Hat irgendwie die Farbe. Kann gut sein. Das sagte ich und gehe schon hin und klopfe an die Scheibe. Das Fahrzeug hält erst gerade an, mit einem quietschenden Geräusch, als hätte das eine Wartung von 5 Jahren nicht mehr erhalten. Klopfe an die Scheibe. Keine Reaktion. Immer noch keine Reaktion. Ich gehe jetzt auch langsam mal hin, weil das Geräusch mir gerade auf die Eier geht. Du hast jetzt die Chance, mich da reinzulassen oder mein Nachbarn kommt hoch. Also, ihr seht das Fahrzeug. Das Fahrzeug ist so groß wie ein Hammer. Also ein Armeefahrzeug, so ganz groß. Also richtig groß sozusagen. Und hinten gehen 2 Türen auf. Und raus kommt ein Typ, der so aussieht, den ich euch geschickt habe. Ich erzähle einfach mal weiter. Was für Typen, der mich wieder rumschickt. Er kommt raus, guckt sich so um, streckt sich komplett so aus, zieht einmal mit der Nase in sich hinein, die ganze Dings Meeresbrise, da ihr immer noch jetzt draußen seid, habt ihr auch das Gefühl, Meeresduft zu spüren. Das habe ich am Anfang vergessen zu erwähnen, gerade wo ihr rausgegangen seid. Die Rotze von 3 Jahren wird erstmal wieder hochgezogen. Nein, also ihr habt auf jeden Fall Gefühl, dass als werdet ihr, ich muss erstmal als echtes Beispiel nehmen, wie an der Ostsee seid. Ne? Eine leichte Brise, Wind, schöne Stimmung, Vögelgezwitscher, nicht so viel, aber sehr wenig sozusagen, fast überhaupt nichts zu hören, aber der Wind, den Wind hört ihr und die kühle Meeresbrise, die ihr an euren Körper spürt. Er dazu streckt sich halt aus, zieht einmal komplett durch die Nase und fängt an mit Schattenboxen auszuführen. Das heißt, er boxt in die Luft. Genau. Ja, ich bin auch mittlerweile angekommen. Ich höre auf mit meiner Tätigkeit und gucke ihm irritiert zu. Wann lehne ich mich dann so zu Liv rum? Also, ich würde jetzt persönlich auf den ersten Blick sagen, er hat einen geistigen Schaden. Und ich glaube, seine Jacke ist ab der Mitte das Material ausgegangen. Ja, ich stimme dir zu. Also ich tue euch mal kurz den... Wir genießen noch den Anblick von dem Typen, der sich nicht mehr Stoff leisten konnte, der jetzt in der Luft boxt. Wir stehen da einfach nur so, er wahrscheinlich die Arme verschränkt und ich noch so in der Bewegung, als ob ich ans Glas klopfen will. Mhm. Und stehen wir da einfach nur so und gucken ihm total fasziniert und irritiert zu. Was ihr seht, ist also ihr kennt es ja aus dem Boxen zum Beispiel, als guter Vergleich. Wenn die im Ring stehen, dann tun die so mit den Füßen so ein bisschen hochwippen, sodass sie immer so in den springenden Bewegungen sind, aber nicht zu extrem, so ganz leichtes Wippen sozusagen. Und der tut halt immer mit der rechten Faust und dann mit der linken Faust gerade und dann auch einmal mit so von unten nach oben halt so eine Faust machen. Und dass du das immer wiederholt machen und dreht sich halt immer so leicht so in eine rotierende Richtung. Wie ihr sehen könnt an dem Bild, hat ein kurzes Ober-T-Shirt an, verrückte Haarstyle, kurze Boxershorts, also sagen wir so eine Hose, die hat nur bis zu Knien gehen. Ich weiß nicht, wie man die nennt da ein bisschen, so halbe Hosen. Ja. Ich möchte zum H&M eine halbe Hose kommen. Und wie gesagt, er hat ganz normale rote Schuhe an, so wie Sneaker-Schuhe ungefähr, ohne jetzt Werbung zu machen. Und er hat halt auch so, wie kann man es am besten erklären, so fingerlose Handschuhe an, mit so Stacheln an den Oberseiten der Handfläche. Und er macht halt immer noch weiter Schattenboxen und dreht sich halt so leicht und ist voll in sein Element. Ich gehe einfach mal jetzt mal zu ihm hin. Versuche natürlich, mich nicht so hinzustellen, dass während er Schattenbox mich dann gleich mit umnockt. Hallo, ich bin... Und frag ihn dann jetzt ganz einfach mal, geht's dir gut oder hat die Luft dich verbal angegriffen? Er hört auf, guckt nach oben, guckt wieder geradeaus, dreht sich zu dir rum. Hey, das seid ihr ja! Mann, ich habe auch lange auf euch gewartet. So, ich bin gerade ein bisschen spät dran. Seid ihr schon lange hier?
Ja, guck näher, gefühlt eine halbe Stunde gerade gebannt. Er macht eine Geste, er nimmt die Hand, tut sie an den Oberschenkel abwischen und reicht dir die Hand danach. Dann nehme ich diese Geste nur einfach mal an. Ist das ein männlicher Händedruck oder versucht er mir nicht? Ist ein Handkuss! Das ist wie bei Sparta. Die Männer werden abgeküsst, die Frauen werden abgeklatscht. Nein, ne, weil für mich ist das halt schon ein Unterschied, weißt du, ne, wenn jemand beim Händedruck zum Beispiel halt ein bisschen kräftiger, ne, schon drückt oder halt hier so lasche, als dass du so einen Waschlappen in der Hand hast. Also du reichst auch die Hand. Ja, genau. Okay, in dem Moment, wo du die Hand reichen tust, tut er halt zupacken in dem Sinne. Und du merkst, oha, mit dem solltest du dich nicht anlegen. Ja, aber es tut dir nicht weh, aber du merkst einen richtigen Druck halt, ne? Also das, wo du selber sagen du hast so einen festen Händedruck, kannst du nicht erreichen. Ich komme minder bemittelt vor. Nein. Und er lässt wieder los. Er geht dann zu Olivia rüber, macht die gleiche Geste, auf ihr die Hand an der Oberschenkel abwischen. Also mit den Handschuhen halt, so weil er immer eine Hand hat, und reicht dir auch die Hand. Ja, ich gebe ihm beherzt die Hand. So du gut, merkst, wie ich das als Frau kann. Er merkst, er hat Respekt vor Frauen und er streichelt dich sozusagen mit dem Händedruck sozusagen. Er will dir nicht wehtun. Er versucht deine Stärke zu unterdrücken. Ich zeig ihm gleich meine Stärke. Hoffen Sie? Ja. Er streichelt. Wie muss das für dich aussehen? Weißt du, du kriegst so einen richtigen Händedruck und er gibt mir so die Hand und am besten noch so mit dem Daumen so über den Handrücken. Oh, ich hasse du fein. Und ich stehe da einfach nur und denke mir, Alter. So, ihr seid die Letzten. Ich würde sagen, meine Manieren, Entschuldigung. Mein Name ist Xel. Wie heißt ihr? Liv. Right. Ah, sie müssen die Miss Moore sein. Ah, okay. Und sie müssen dann der Mr. Hunter sein, so wie ich mich richtig erinnere? Ja. Herzlich willkommen, wie gesagt, hier in unserer kleinen, bescheidenen Stadt. Ich würde sagen, wir steigen gleich direkt ein, weil es wird langsam spät und wir müssen noch zur Schule fahren, dass ihr eure Einweisung und euer Zimmer bekommt. Ich würde sagen, bitteschön. So, die Tür vor dem Fahrzeug ist hinten offen. Was tut ihr? Ich setze mich rein, hätte ich es beinahe gesagt. Okay. Ja, ich auch. In dem Moment, wo ihr reingeht, seht ihr, wie links und rechts eine Bank ist, die ungefähr so 3 Meter hintergeht, an jeder Wand, links und rechts. In der Mitte hinten ist eine Tür und der Raum ist komplett geschlossen. Keine Fenster, nichts. Also ein ganz großer Raum, vorstellbar wie, man kann drinnen stehen, sage ich schon mal. Im Wagen. Im Wagen kann man drin stehen, dass ihr ungefähr die Größe wisst von dem Fahrzeug halt. Und wie gesagt, das ist halt komplett ein bisschen grau getönt halt drinne. Ein paar Bilder an den Wänden, aber nichts sonst Besonderes. Nur halt bequeme Bänke und das war es halt im Endeffekt. So, mehr ist da nicht drinne. Vor allen Dingen, als ich das Bild das erste Mal gesehen habe, dachte ich halt, ja, das hat ungefähr die Größe halt von so einem amerikanischen Cab, weißt du, ne? So, und das muss ich mir gerade vorstellen, wie du in so einem normalen PKW einsteigst und dann plötzlich dann eine Bank von 3 Meter drin steht. Wo ich sage, wie kann das platztechnisch eigentlich passen? Aber gut, okay, ne, jetzt ist ja gesagt, hat eine Kette und kann den Raumzeit trennen und den. Mhm. So. So, Olivia, willst du auch einsteigen? Ja, ich setze mich hin. So, er steht noch davor. Guckt in den Himmel hoch und sagt, noch ein paar Minuten haben wir eigentlich noch Zeit. Wollt ihr euch noch ein bisschen in der Stadt erkunden oder wollen wir gleich los? Mir ist es egal. Plötzlich hörst du von der weiß ja nicht, wo ihr jetzt sitzen tut, also sag mal so vom Ausgang links hört ihr plötzlich Sal! So. Und dann plötzlich kommt plötzlich eine ältere Dame vorbei, so sieht er wie eine ältere Dame am Ausgang von dem Wagen dann plötzlich zu dem Sal hinläuft, so. Ja, hast du vergessen? Ja, Mama, Entschuldigung, es geh wieder. So. Und er steigt dann. So. Macht die Türen zu. Butterbrot vergessen. Klopft an die Tür und ihr hört, wie das der Motor angeht und das Fahrzeug setzt sich in Bewegung. So. Ein Butterbrot von uns. So, und somit machen wir hier erstmal kurz einen Schnitt, denn wir haben jetzt schon 55 Minuten erreicht und
In der nächsten Folge geht es natürlich weiter. Und was auf die zwei Mitspieler auf sich zukommen, das sehen wir natürlich in der nächsten Folge. Ich bedanke mich einfach fürs Zuschauen und dass es so gut geklappt hat bis jetzt, auch wenn es ein paar leichte Patzer gab. Aber hey, ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.